die Bakterien da drin bekämpfen. So, die kämpfen dagegen okay, okay, gegeneinander und okay, machen die okay. darüber. Ja, das ist kein Format, wo wir Doktorbegriffe machen. Das ist. Ja, ich benutze ja auch keine Wörter, die ich nicht kenne, von daher. Das ist Two Boys und wahre Geschichten. Ich bin mit meiner Mutter gewettet. Okay, wenn ich eine 2 schreibe, bekomme ich dann Eine bitte. Million. Nein. Bekomme ich dann bitte 10.000? Sie so. Ja, okay, gerne. Hast ja sowieso nicht gelernt. Und wenn nicht, bekomme ich sie von dir. Ich so. Ja, klar, Mutti. Kein Problem. Was geht ab, Alter? Auch wenn wir so viel Geld haben. Wenn du ein neues Cabrio willst, musst du manchmal schon 2 Tage sparen. Ja, 2 Tage, das ist lang. Das ist jetzt lang. Epic Lane Day. Ich bin der liebe Epic Lane Day. Epische Lane Day. Bei Epic Lane Day. Bei Epic Lane Day. Lane Day. Epic Lane Day. Lane Day. Epic 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 Lane Day. Der Lane Day ist verliebt. Der Lane Day ist verliebt. Okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Format auf Epic Lane Day heute mal, wo wir ein neues Format gegründet haben. Das nennen wir 2B&WG oder auch genannt Two Boys und wahre Geschichten. Mit mir, den Lane Day und dem Grobe, den Kevin. Ja, hallo. Dem Millionen-Man. Ja, echt so. Der Millionen-Man. Er ist wieder da. Ja, wir kennen uns in Brickforce Let's Plays öfters mal und heute... Ja, heute sind wir hier. Wie findest ja, du heute das? Sind... Was? Wie findest du das, dass ich dich hier treffe? Ist das nicht geil? Ja, echt so, Alter. So 5 Millionen Abonnenten, die so jemand mal treffen darf. So mega. Ist geil, ne? Ich freue mich auch, dich hier zu sehen. Es ist mir eine Ehre, die Millionen. Ja. Wenn sich das manchmal in den Let's Plays rumspricht, ich freue mich jetzt schon, wenn ich dich irgendwann mal mit mehreren hunderten Let's Plays immer wieder als Millionenmann begrüße und immer wieder sagen kann, das ist der Millionär, ein Kumpel von mir für meine Breakfast-Videos, der mich wieder dazu gebracht hat, Breakfast zu Let's Playen, ach ja, egal. Ja, wir quatschen hier schon eine Minute, obwohl wir gar nicht das machen, was das Format begründen soll. Two Boys in wahre Geschichten, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles aus, oder? Ja, ich denke wir auch. Wollen eigentlich größtenteils von unserer Kindheit berichten, aber auch von unserer... berichten klingt ja total scheiße. Reden als auch von unserer Teenage-Geschichten und versuchen halt irgendwie mit guten Argumenten zu erzählen, wie lustig eigentlich unsere Kindheit war, weil Grobe ist Millionär und ist in der Schule noch und... Ja, also... geil. Was ich noch dazu sagen darf... Vielleicht, wenn ich das sage, bringt mich jetzt auch Epic Lane Day um, wenn ich das jetzt sage. Aber wir wollen doch ein neues Format bringen. Ich weiß, demnächst. Ja. Achso, ja, Darf ich das sagen? Nein, das darfst du sagen, ist doch gut. Wir wollen, aber okay. Wir wissen auch nicht, ob wir, weil wir haben dafür auch noch keine Folge gemacht. Ja, wir wollen Tutorials rausbringen, ja. Ja, okay, wir wollen halt Tutorials rausbringen und zum Beispiel dann auch jeder, so... Statt jeder einen YouTube-Kanal hat oder irgendein Programm findet und davon ein Video macht, wie man das installiert, machen wir das zusammen. Ja, oder wir machen dann halt mal so ein paar Easter Eggs, die wir so finden oder so. Ja, und ja. Ist halt sehr viel Schleichwerbung für zwei Minuten, wo wir eigentlich das Format starten wollen. Und ja, die erste Folge soll halt ein bisschen Einleitung schon haben, weil ich weiß ja nicht. Wir haben jetzt im Hintergrund ein schönes Gameplay die ganze Zeit am Laufen und das ist ja schon mal was, wo man sich ein bisschen freut, ein bisschen was zu sehen, was Buntes. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir genau nehmen, aber ich nehme an, die Mehrzahl von den Kommentaren auf YouTube hat sich für das Bessere ausgesucht. Und ja, während wir jetzt über unsere Kindheitsgeschichten reden, werden wir immer die Folge so ungefähr ein Hauptthema auswählen und damit fangen wir einfach an mit ein bisschen Brainstorming für 3 Sekunden und schon sagen wir irgendein Wort. Nase. Wie findest du Nasen? Nasen. Sie riechen. Die sind groß. Ja, also es gibt ja eigentlich ganz verschiedene Sorten von denen. Wie ich das anhört, verschiedene Sorten. Ey. Wie wenn man Joghurt kauft, gibt's auch verschiedene Sorten. ja. Nee. Ja, Nasen, aber hat doch gestimmt, weil ich gesagt habe. Kennst du das, wenn du schlafen gehst und deine Nase einfach zu ist, egal wo. Oh ja, oder du stehst, oder guck, ich gehe morgen schlafen. Mhm. Ich bin gesund, ich gehe schlafen und morgens ist meine Nase zu. Und das jeden Tag. Dann brauchst du wieder das eine ist Stunde. So übel scheiße, und dann Alter. Geht's weg. Und wenn du schlafen gehst, weißt du, wenn du bei Mutti zu Hause bist, Alter, bei Mutter, immer, du willst schlafen, Alter. Die hat 10 Heizungen, alles total heiß. Aber du denkst so,
Ich mach mal kurz ein bisschen runter, ich mach mal kurz das Fenster auf. Kalt! Alter, es ist mitten im Sommer und es ist kalt! Wieder Fenster zu, Nase immer noch zu. Ja. Oder ich habe auch eine Terrasse, ne, oder einen Balkon inzwischen jetzt. Kommt gar nicht drauf an, wo man halt wohnt. Balkon auf, direkt an meinem Zimmer habe ich hier halt einen Balkon zum Beispiel. Geh raus. Frische Luft, ne? Ist halt zwar Mitternacht, ich muss um 5 Uhr aufstehen zur Schule, ne? Zwei Städte weiterfahren zum Beispiel, ne? Aber Nase zu, Nase zum Zug zu. Das fuckt so übelst ab. Man könnte das Nasenspray überall mitnehmen. Alter, man wird süchtig davon. Hast du schon mal, du nimmst auch manchmal Nasentropfen? Ich nehme keinen Nasentropfen. Ja, ich bin schon von meinem... Ich nehme nur Nasenspray. Ich bin von meinem Vater zum Beispiel dazu überredet worden, mal Nasentropfen zu nehmen. Und wenn du Nasentropfen nimmst, ist der größte Scheiß dabei, dass ja, du... Das läuft alles wieder raus. Das läuft alles wieder raus. Nein, nein, du musst schon den Kopf nach unten halten. Also das. Ja, das ist ja gerade das Blöde und das mache ich nicht. Und da musst du hochziehen halt. Ja, und was ist, wenn das nicht geht, weil das verstopft ist? Das ist ja immer das Problem, was ich habe. Dafür ist das, dafür sind die Nasentropfen da, dass die Bakterien da drin bekämpfen. So, die kämpfen dagegen. Okay. Ja, das ist kein Format, wo wir Doktorbegriffe machen. Das ist. Ja, ich benutze ja auch keine Wörter, die ich nicht kenne, von daher. Das ist Two Boys und wahre Geschichten. Ja, das sind wahre Geschichten, wenn du früh morgens aufwachst, zur Schule gehst, die Nase ist zu, du sitzt im Bus, du hast nur ein Nasenloch frei und das fühlt sich so richtig scheiße an, weil das nur halb offen ist. Und im Bus sitzt du dann die ganze Zeit und die Tür. Und dann hörst, du dich an wie so ein Dauerraucher. Einmal das, ne? Im Unterricht, mitten im Unterricht, du immer wieder am Schniefen, zum Beispiel das, oder die Nase ist komplett zu und du musst auch. Vielleicht so ein bisschen hochziehen, ne? Die ganze Klasse hört das mitten in der Arbeit, übel scheiße. Bei meiner Prüfung, ne? Bei meiner Aufnahmeprüfung auf meiner Schule, ne? Hatte ich das Problem. Wir kamen auch früh im Januar, Februar mussten wir da hin zu dieser Aufnahmeprüfung. März, April, Mai, Juni, Juli, ja weiter. Irgendwo im Januar, Februar war das im letzten Jahr, ne? Und da mussten wir halt so einen Zeichentest machen, um da, weiß nicht, zu bestehen. Denn man musste schon beweisen, dass man daran Spaß hat. Das ist eh das Geilste, ne? Man muss da zum Beispiel beweisen, dass man Spaß hat und nicht gut sein. Ja, okay, man muss halt keine Kritzelei scheißen. Also, man muss es schon beweisen. Ich glaube schon, dass alle aufgenommen wurden, aber um ehrlich zu sein, habe ich von 10 bis 12 Leuten, also ich war da bei dieser Aufnahmeprüfung, ne? Es sollten so sagen wir jetzt mal 24 Leute kommen oder so, es waren nur 12 da ungefähr. Also es war auf jeden Fall nur die Hälfte da, also es war krass. Also wir waren die vierte oder fünfte Gruppe, das heißt insgesamt waren da schon 200, 300 Leute, die sich da, okay, das ist schon viel. Vielleicht 200 Leute höchstens. Und die wollten halt alle in so einer Klasse und ganz ehrlich, an alle diese Leute, die bei mir in dieser Aufnahmeprüfung waren, kann ich mich nur an einen erinnern und dieser eine ist auch in meiner Klasse. Finde ich geil. Das Geile ist auch noch, ich saß neben denen, als wir gezeichnet haben. Da habe ich dem auch ein bisschen abgeguckt. Aber jetzt kommt das Geile. Wir saßen da die ganze Zeit, ne? Und nur wir zwei haben die ganze Zeit geschnieft. Also, das war echt krass. Das war mir übelst peinlich, weil ich konnte halt gar nichts machen. Ich meine, ich hatte kein Taschentuch dabei und ich war mir auch zu stur, irgendeinen Fremden von diesen Leuten dann zu fragen, mitten bei der Prüfung, ne? Das kam auch einfach so, ohne zu merken, schniefst du die ganze Zeit, ne? Und ja, eigentlich der Typ und ich, ja, alle 30 Sekunden haben wir geschnieft. Und musst dir vorstellen, du hast haargenau eine Stunde gehabt, um so ein Bild zu zeichnen, was du so als Vorlage hattest, ne? Und für das ging auch so richtig flott um, als wären das so 5 Minuten für dich gewesen, ne? Also wenn du ein Zeichenrausch bist, ne? Sozusagen, ja. Zeichenrausch ist auch geil. Aber übelst krass, ne? So, der Typ neben mir und noch irgendein Typ, wir haben die ganze Zeit übelst brutal, ey. Das ist vor allem peinlich, wenn du in so eine neue Klasse bist und auf einmal, ja. Also war ja, muss man ja sagen, ist ja früh gewesen, im Winter noch. Ja, kennst du auch, also dieses Feeling oder in der Klassenarbeit, ist scheiße. Oh ja. Ich hatte auch einmal. Das kenne ich so gut. So, du hast jetzt so viel geredet, ich muss jetzt was erzählen. Das ist mir gerade letztens passiert. Und zwar, ich habe so mit meiner Mutter gewettet. In Erdkunde. Sie hat mich abends abgehört. Ich so, nichts gekonnt. Ich habe gar nichts gekonnt. Morgen so. Das ist scheiße, ey. Test geschrieben. Ich mit meiner Mutter gewettet. Okay, wenn ich eine 2 schreibe, bekomme ich dann bitte. Nein, bekomme ich dann bitte 10.000? Sie so, ja, okay, gerne. Hast ja sowieso nicht gelernt. Und wenn nicht, bekomme ich sie von dir. Ich so, ja klar, Mutti, kein Problem. Was geht ab, Alter? Und ob er das Geld bekommen hat, sind die in der nächsten Folge. Nein, sag. Nee, und pass auf.
Und dann nächsten Tag komme ich so nach Hause. Sie fragt mich so, wieso hast du denn eine 1 plus geschrieben? Nächsten Aber Tag hast du schon zurückbekommen. Ja, ja. War ein Test. Und ich dann so, weiß nicht, ich kann mir halt morgen Sachen besser merken. Oh. Alter, und so richtig, pass auf, das Beste Fight, kommt Alter. Raus. Das Schlimmste kommt raus. Meine Mutter dann, okay, rede ich mal mit deinen Mitschülern. Und es hat einfach jeder Mitschüler von mir gewusst, dass ich einen Spicker gehabt habe. Und? Und, verkackt. Ja, sie hat es rausbekommen. Aber ich habe trotzdem bekommen, weil es war ja eine 1. Ja, die Wette, Alter, so richtig fies, Alter. Meine Mutter hätte so gesagt, ah, fick dich, Alter. Nein, Spaß. Weißt du, meine Mutter hätte vielleicht so gesagt, nee, du... Meine Mutter hätte niemals... Meine Mutter hat nicht mal 100 Euro für mich, weiß. So muss sie das vorstellen. Ja, das ist aber... zwei verschiedene Welten. Ja, und das ist die Sichtweise, von der man immer gehen muss. Ja, das ist das Geile, deswegen habe ich mich auch gefreut, wenn die das gemacht haben. Ja, aber hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich kann mir jetzt auch nicht alles so kaufen. Ja. Auch wenn wir so viel Geld haben. Wenn du ein neues Cabrio willst, musst du manchmal schon 2 Tage sparen. Ja, 2 Tage, das ist lang. Das ist jetzt lang. Alter! Oh, wie geil! Das war jetzt kein Spaß, also du darfst mich jetzt nicht falsch verstehen. Weißt du, wir beschämen uns, wenn wir so an der Bushaltestelle stehen, der Bus kommt in 5 Minuten, scheiße, nichts zu tun, Handy raus, Facebook, nichts passiert, niemand hat irgendwas Lustiges zu tun an einem frühen Morgen, der Zug braucht auch noch 17 Minuten, weißt du, nichts zu tun, zu langweilen, soll ich nochmal in die Stadt hochfahren für 5 Minuten oder so wieder runter, weißt du, und du beklagst dich auf 2 Tage, ob ich mir ein neues Cabrio jetzt holen soll oder... Oder übermorgen. Oder mir noch eine dritte Xbox für meine Vitrine kaufen. Warum nicht? Ich meine, ich ja, sowieso Alter, nicht. Das darfst du nicht erzählen. Wie, das darf ich nicht erzählen? Das ist für die nächste Folge. Ach ja, ich habe mir noch eine dritte Xbox gegönnt, eine Xbox One, weil mir zu langweilig war. Das war mein Versehen. Soll ich das? Das war ein Versehen. Ich kann das nicht für die nächste Folge aufbewahren, Alter. Das ist so geil. Ich meine, wir nehmen ja gleich nicht mehr auf, ne? Ja, aber eigentlich haben wir jetzt der Größe jetzt gesagt. Aber irgendwie haben wir jetzt alles gesagt, aber nur nicht mit der Nase am Anfang. Aber wir sind direkt vom Thema ab. Das war das Hauptthema sozusagen. Das ist ja ein gutes Hauptthema. Ja, das war aber irgendwie übelst verfailed. Wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt. Ich hab eine totale Durchrede gemacht, 5 Minuten lang durchgeredet. Aber es war lustig. Dauert nur 2 Tage, dann ist extrem lang. Es ist wirklich lang. Ja. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch dabei wollt, ob ich mein mit Cam dabei mache, ne? Das Gameplay, was ja die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ist ja voraufgenommen, von daher. Ich habe das Gameplay, was ich da auch dann habe, noch nicht aufgenommen, im jetzigen Moment, aber das wird ja dann... Ja, wo waren wir da eigentlich gerade? Ich will das jetzt sagen, Alter! Ey, bitte, oh, egal, was sag's? Was? Was weiß ich nicht. Ich guck mir gerade. Was weicht denn überhaupt nix? Ich guck mir gerade einen Minecraft-Skin mit einem Affen mit Titten an, ja. Das sieht einfach aus wie Brüste, egal. Junge, du hast einfach zu viel Geld, ist geil. Deine Zeiten sind anders, aber. Nein, Mann. Ich muss trotzdem sparen. 2 Tage für ein Cabrio und 3 Tage für ein Ferrari. Aber. Und wann willst du den Führerschein machen? 17. 17. Ich weiß, wie alt du bist. Scheiße, was wollte ich? Alter, wie viele Autos hast du denn schon? Meine Eltern, nicht ich. Ja, du brauchst ja nur 2 Tage, um dir ein Auto zu kaufen, aber das ist ja zu lang, ne? Ja, das ist viel zu lang. Dann noch die Lieferzeit. Ich bestelle immer mit Express, immer. Junge, wenn du dir das so vorstellst, Alter. Mit 14 jetzt schon, soll ich mir jetzt schon ein Auto kaufen oder nicht? Nee, 2 Tage sind zu lang. Was kaufst du dir denn täglich? Was ich mir täglich kaufe? Ich habe ja also 3 Xbox. Täglich, nur für die Vitrine, Alter. Nee, ja, jetzt mach mal ernst, Alter. Manche sammeln hässliche Steine, ich sammle elektrische Geräte. Manche sammeln Yu-Gi-Oh! Karten, andere sammeln diese Gokos Crazy Boons. Das sind so kleine Figürchen, die habe ich früher gesammelt, Alter. Manche sammeln hier, wie heißen diese Dinger noch gleich auf diesen Briefen? Briefmarken, genau. Das waren doch zu meinen Teilen. Junge, Alter. Alle Geeks mit Riesenbrille und Glubschaugen sammeln diese Briefmarken, Alter. Wer, weißt du? Stamp, collect Stamps. I collect Stamps.
Wir hatten ja auch so Typen in unserer Klasse. Einer hat diese Beyblade, Little Trip Dinger da. Ja, genau, echt, diese Scheiße, die ja, hab ich auch sorry, gesammelt. Viele haben die gesammelt. Dieser Grobe hier auch, den ich hier hab. Und, war jetzt mein, ganz nicht komisch. Mein Ding, ne? Aber es ist ja nicht so, als wenn in den 80ern oder 90ern auch schon so gewesen wäre, als wenn solche drei lustig cool gewesen wären, weißt du. Nur weil die ein bisschen aus Metall jetzt bestehen und 3 Sekunden länger rollen, sind die total cool, weil die jetzt noch diese... Egal. Ja. Und, ja, da muss ja, man einfach drüber stehen. Wir hatten auch Typen in unserer Klasse, die haben auch Yu-Gi-Oh! Karten und so einen Scheiß gesammelt. Ja, in der 5. habe ich ja auch angefangen, mir solche Figuren zu kaufen. Die hießen Gorgos Crazy Boons. Da gab es auch ganz am Anfang so eine Werbung. Ja, ja, ja. Da gab es dann auch so Prospekte, die du dann dafür haben konntest mit den Stickern. Jeweils in einer Packung 3 Gorgos, 3 Sticker. Übelst geil. Auch diese Panini-Dinger von den Fußballern, Alter. Hat auch ja, mein ja, die habe ich übelst gesammelt. Hat die meine Mutter mir immer so 100 Dinger mitgebracht, wie ich schon eins geschrieben habe. Übelst brutal, weißt du, stell dir vor, der Grobe ist so in der 2., 3. Klasse, ne? Der freut sich so übelst mega dafür. Das Grübchen. Der freut sich übelst mega, wenn er von seiner Mutter für 10.000 einfach mal so ein Hobbitberg voll Schätze von diesen Karten da bekommt, Alter. Ja, One-Shot läuft bei dem. Oder ich hätte auch sagen können, Dagobergs Dax Tresor-Dinge da. Alter, was man nicht alles sammeln konnte, ne? Aber ja, genau, ich habe diese Figürchen gesammelt und dann habe ich auf einmal die halbe Klasse dazu gebracht, diese Figuren zu sammeln und alle haben auf einmal angefangen, dank mir diese Figuren zu sammeln, das war eh das Geilste. Ach, das auch, hat man sich immer richtig gefühlt. Das war auch eh die geilste Zeit, ne? Einer der ersten Tage, Pausenverkauf, ne? Was verkaufen die denn so? Sie haben Kinderriegel und Duplo! Alter, damals hat das noch jeder Riegel 20 Cent gekostet. Heute, echt, so heute kostet gehst der 80 Cent. Heute gehst du zu Alis Kiosk, ne? Kostet hier so ein Kinderriegel 1 Euro, ein Duplo kostet 90 Cent, keine Ahnung, weißt du? Du willst hier Mentos kaufen, ne? Bei Alis Kiosk kostet das vielleicht hier ein Mentos-Packung 90 Cent, wenn du dir 3 kaufst, kostet das 1,50 oder sowas, ne? Aber bei uns an der Schule an Pausenverkauf, weil ich ja jetzt auch in der Hochschule bin sozusagen, kostet hier, kriegst du ja so eine Mentos-Packung für 2 Euro. Ich bin an der Tiefschule. Ja, bist ja eigentlich. Ah, ist eh das Geilste, ey. Ja, wir sind von vielen Themen abgekommen. Ja, echt so, ich glaube, das ist schon krass, wenn du noch ganz jung bist und... Ey, ja, komm, das machen wir. Komm, wir nehmen nochmal auf. Nochmal. Noch eine Folge ist drauf. Echt ja. So, komm. Wir machen ja, noch was drauf. Nächste... Ich hab nämlich was. Augen. Doch, Augen. Ohne Spaß. Ja, ich hab das am Anfang gesagt, ne? Eigentlich, okay, du hast jetzt vielleicht sowas gefunden. Aber eigentlich, wenn wir nichts haben, ne, dann lass uns auch nichts einfallen, bevor wir die Folge machen. Und dann sagen wir, Countdown 3, 2, 1, jeder muss ein Wort haben. Und das was Besseres nehmen wir, zum Beispiel. Oder okay. 3, 2, einmal als Test. 1, 0, Penis. Pickel. Was davon ist jetzt besser, Penis oder Pickel? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir die nächste Folge mit Cam machen. Also ich bin der Einzige von uns, der Cam hat. Junge, du sagst mir, du bist Millionär, Alter. Wieso bestellst du dir nicht mal kostet eine Cam? Hab ich dir gesagt, aber das sprechen wir in der nächsten Dings an. Ach so, Face, verstehe, okay. Ich hab das vergessen, was du mir auch immer gesagt hast, aber jetzt verstehe ich schon. Ja, hab ich ja vorhin gerade gesagt. Hä, warte, ich weiß, wie du aussiehst. Mit dem 2 Meter langen Wand und so. Kaufst dir noch einen Greenscreen, keine Ahnung. Ja, Junge, zeig doch einfach deine Vitrine, Alter. Wie famous du sein? Machst ein Video, schickst mir und dann, ne, können wir bewenden. Ja, wir haben halt vieles noch nicht vor dem Format vorgesprochen, aber ist schon lange jetzt, ne? Wie lange wir gequatscht haben. Freut mich, wenn ihr euch auch Gameplays und so dazu gefallen. Ihr habt ja abgestimmt in dem vorherigen Video, als wir ein Brickforce Let's Play Folge 251 gemacht hatten. Dankeschön an die Antworten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem lieben Gröbchen, der Millionär, der Wingman. Und Wingman! Ringman! Ja. Also schreibt in die Kommentare, ob ich die Cam benutzen soll und dann bis zum nächsten lustigen Farben und neuen Display und ciao.